Bastard labert mir ein wenig zu viel. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge? Ja. Tag. Schau, Rexy. Jemand Neues will uns besuchen. Armer Kerl. In letzter Zeit fühlt er sich nicht besonders. Ich bin der King. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gehofft, dass Sie vielleicht Arbeit für mich hätten. Kann sein. Kann sein. Sie sehen aus, als ob Sie auf sich aufpassen könnten. Ich sag Ihnen mal was. Sie tun mir einen Gefallen. Und wenn der erledigt ist, habe ich noch etwas mehr Arbeit für Sie. Ist das okay? Was soll ich für Sie tun? Ich fange mal mit etwas Einfachem an. Haben Sie die Söldner-Leibwächter bei den Toren gesehen, als Sie nach Freeside gekommen sind? Ja. Es ist gutes Geld, wenn Sie lange genug am Leben bleiben. Freeside ist nicht mehr so sicher wie früher. Daher ist es ehrlich verdientes Geld. Zumindest ist es meist ehrlich verdientes Geld. In letzter Zeit habe ich gehört, dass Oris, ein Leibwächter, etwas zu viel Geld verdient. Er verdient sich dumm und dusselig mit Stammkunden. Sobald jemand ihn einmal angeworben hat, wollen sie keinen anderen mehr. Finden Sie heraus, warum. Um genau zu sein, sollen sie ihn anwerben. Spielen Sie den unschuldigen Touristen und machen Sie, was er sagt. Wenn nichts passiert, umso besser. Aber ich glaube, dass es nicht so rund laufen wird. Nur so eine Ahnung. Also, wie sieht es aus? Na klar. In Ordnung. Sobald Sie sich getrennt haben, kommen Sie hierher zurück. Ich bin gespannt auf Ihren Bericht. Hier, das sollte zum Anheuern reichen. Im Auftrag des Kings. Hallo. Tag. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Rives. Wenn man das kaufen kann, wenn Sie es nicht. Du da. Wenn Sie Freeside durchqueren wollen, wird niemand Sie sicherer begleiten können als ich. Wie viel kostet Ihre Dienste? Für 200 Kronkorken halte ich meine wachsamen Augen auf dem Weg zum Südtor auf. Okay, ich stelle Sie ein. Gesagt, getan. Im Vorfeld will ich ein paar Sachen klarstellen. Ich kann Ihre Sicherheit nur gewährleisten, wenn Sie meine Anweisungen genau befolgen. Wir gehen die ganze Hauptstraße entlang, ohne Umwege. Wenn Sie spazieren gehen wollen, suche ich mir einen anderen Kunden. Ich lege ein zügiges Tempo vor, also bleiben Sie dran. So, Abmarsch. Ein zügiges Tempo, ich bin schneller als du merkst wird. Und ich bin nackig. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass Sie so weitermachen sollen und ich Ihnen das hier geben soll. Cool, danke. Links ist das Old Mormon vor. Wenn man vermöbelt wird, dann flicken einen die Anhänger dort wieder zusammen. Nicht, dass ich das je bräuchte. Ja, klar. Vor unserem nächsten Block hängen die Kings rum. Keine Sorge. Wenn sie einem nicht gerade 5-1 überlegen sind. Hier rechts ist der spaßige Teil der Stadt. Sie haben Freeside nicht wirklich gesehen, bis sie im Wrangler waren. Ja, weil ich da gerade neue Nutten gepackt habe. Hey, machen Sie mal langsamer. Mir gefallen diese Kerle da vorne nicht. Wir nehmen einen anderen Weg. Ja. Ich euch. Hab wohl gedacht, ihr könnt uns überfallen, was? Deine lag ja schon. Sprich. Der Schläger scheint tot zu sein. Ein Opfer der jüngsten Kämpfe.
den Körper näher untersuchen. In einer kurzen Untersuchungszeit, dass der Schläger noch am Leben ist und sich nur tot stellt. Ja. Kein Problem. Wenn Sie einen dieser anderen Deppen angeheuert hätten, dann würden Sie jetzt bis zum Hals in Abschaum stecken. Hey, Sie haben nur 3 Kugeln abgefeuert und es sind 4. Sie haben das bemerkt, was? Ich habe extra genau auf die Weichteile gezielt, um auch den Kerl dahinter zu treffen. Oder das war alles ein großer Schwindel, um das Geschäft anzukurbeln? Das ist eine interessante Theorie, die Sie da haben. Die behalten Sie mal lieber für sich. Gehen wir weiter. Nachrichten. Bleiben Sie dicht bei mir. Wir wollen ja nicht, dass Ihnen was zustößt. Tja, hier sind wir. Ich gehe davon aus, dass Sie den Mund über das halten, was wir besprochen haben. Sonst... Was? Was sonst? Du Revolverheld. Dann mach ich hier sehen, was du kannst, ja? Ich spüre auf die höchste Schwierigkeit und du Lappen kannst mir gar nichts. Selbst Cassadors und fucking Todeskrallen sind bald keine Probleme mehr. Die werden schwächer und schwächer und du bist nichts. Was vor sich? Wie sieht's aus? Ich höre Schüsse. King ist pennen gegangen. Warten wir mal 12 Stunden, bis der King aus seinem Höhheitsschlaf entweckt ist. Jetzt komm runter, du Mongo. Jetzt reicht es. Wie sieht's aus? Wo ist denn die schiefe Lächeln hin? Von den Teamsphäre gehört, Mädchen. Nö. Sie wollen auch ihre Haare gemacht haben? Nein, nein, nein. Es gibt so viele Kings und ihre Haare müssen einfach perfekt sein. Nein, nein, nein. Hey Mann, was haben Sie vor? Bis später. Hey Baby. Ich weiß, wo wir allein sein können. Oder unter Leuten, wenn dir das lieber ist. Ich weiß, Veronica, sie sind nervig. Billig im Loop jetzt hier drinne. Hallo. Na jo, dann suchen wir halt über die. Wie sieht's aus? Über mir. Wie geht's nach oben? Hey Mann, was haben Sie vor? Ach hier.
Sie sind nicht der King. Weiß der King, dass Sie hier oben sind? Was haben Sie für mich? Maurice ist ein Betrüger, er täuscht Angriffe auf seine Kunden. Warum spielt ihn als dann den Helden? Aha, so kommt das also. In Ordnung. Ich sorge dafür, dass ein paar meiner Jungs ihn schnappen, wenn gerade keiner hinguckt. Sie haben mir schon was gezeigt. Vielleicht können Sie mir also mit einer etwas wichtigeren Sache helfen. Eine Menge Leute, die schon eine Weile hier sind, nervt die schiere Zahl an Menschen, die in die Gegend gekommen sind, seit der Strip gebaut wurde. Viele der Neuankömmlinge, die meist aus der RMK kommen, sind ziemlich gereizt, weil man sie nicht mag. Gelegentlich wird es dann auch gewalttätig. Um so eine Gelegenheit geht es. Vor kurzem sind ein paar meiner Freunde angegriffen worden und ich möchte, dass sie herausfinden, wer es war. Sie sollen gerade im Old Mormon Fort nördlich von hier aufgewacht sein. Gehen Sie mal rüber und hören Sie nach, ob Sie sich an etwas erinnern. Ich mache mich sofort auf den Weg. Gut. Ich mag diesen Enthusiasmus. Kommen Sie wieder, sobald Sie etwas haben, das wir benutzen können. Die ganzen scheiß Treppen runter wieder. Hier. Hey, was haben Sie denn vor? Hey, was haben Sie denn vor? Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei Mac&Words. Jetzt reicht es mir. So, jetzt isst, Kinder, isst! Danke, Mister. Danke, Mister. Lecker, lecker, lecker Ratte. Frisches Rattenfleisch. Was ist denn? Sehen Sie nicht, dass ich und meine Begleitung allein sein wollen? Der King hat mich gebeten, mit diesen Angriffen mal genauer anzusehen. Oh, das ist natürlich was anderes. Wie kann ich helfen? Ich tue alles, um es diesen Schweinen heimzuzahlen. Was können Sie mir über den Angriff sagen? Nun, es geschah bei Nacht, um 11 rum. Wir hatten gerade mit etwas Altmetall ein paar Kronkorken verdient und wollten sie sinnvoll investieren. Als wir aus dem Wrangler kamen, sind wir wohl falsch abgebogen und auf der Landbesetzerseite der Stadt gelandet. Aus dem Nichts tauchten diese riesen Kerle auf und brüllten uns ein paar Fragen entgegen. Wollten wissen, ob wir Einheimische wären. Der Junge da ist so stolz drauf, ein Einheimischer zu sein, wie man es nur sein kann. Also hat er zurückgebrüllt und plötzlich war die Hölle los. Leider hat der Knabe wohl auch am meisten eingesteckt. Können Sie mir über die Leute erzählen, die angegriffen haben? Das waren große Kerle. Auch noch ziemlich jung. Keine alten Säcke wie ich. Zum Teufel, die sahen ja nicht mal halb so alt aus wie ich. Den Großteil der Zeit hatte ich mein Gesicht im Dreck und habe um mein Leben gebetet, als es passierte. Aber einen kurzen Blick habe ich riskiert. Ja. Hoffentlich finden Sie die Schweine, die das waren. Danke für die Wenn Sie Hilfe. Wollen, fragen Sie doch mal meinen Kumpel Wayne da drüben. Er hat mehr gesehen als ich. Ist schon in Ordnung, Wayne. Der King schickt sie. Stimmt das? Schickt sie wirklich der King? Jo, hat er. Und ich wäre wirklich dankbar für alles, was Sie mir die Sache erzählen können. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch sagen kann. Es war eine Gruppe Leute, besser angezogen als die meisten Freesider, schätze ich. Hilft das? Jedes bisschen hilft mir weiter, danke. Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte, insbesondere weil sie so nett sind.
Hey, Moment. Mir ist gerade was eingefallen. Ich glaube, ich habe gehört, wie einer den anderen beim Namen gerufen hat. Wir waren kurz vor dem Aus. Da sagte einer von ihnen, hey, Lou, wir müssen gehen. Ich glaube, er sagte Lou. Könnte aber auch was anderes gewesen sein. Wenn ich genauer nachdenke, sagte er Lou irgendwas, was mit T, Tennant. So nannte er ihn. Lieutenant. Er hat wahrscheinlich Lieutenant gesagt, Wayne. Der Junge meint es gut, ist aber manchmal dümmer als ein Mutant. Na gut, dann sagen wir es. Lieutenant war's. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Rush. Ich hoffe, er ist schon unten und nicht, dass ich genau oben rennen muss. Danke. Haben Sie noch etwas herausgefunden? Oder wollten Sie nur plaudern? Die Einheimischen wurden von Aaron Castle-Daten gegriffen. Ein Haufen Soldaten, was? Sie kommen meist nicht in die Gegend, da ihre dicke Basis auf der anderen Seite des Strips liegt. Wenn sie jetzt hierher kommen, dann hat es einen Grund. Ich gebe sonst nichts auf die Gerüchte, dass sie Vegas übernehmen wollen, aber jetzt? Wenn was Großes passiert, dann gibt es sicher Gerüchte. Fragen Sie mal herum. Insbesondere in den Gebieten der Landbesetzer, wo die RNK herumhängt. Sie könnten auch zum Mormonfort latschen und mit Julie Farkas reden. Die Anhänger kennen sich meist ganz gut mit solchen Sachen aus. Fragen Sie sie nur nicht, was man tun kann. Sie wird Ihnen wahrscheinlich nur raten, irgendetwas oder irgendjemanden fest in den Arm zu nehmen. Hey, Kumpel. Hier reden mit Julia. Finden Sie es im Mick and Ralph's. Das ist mal ein seltsamer Roboter. Du da. Willkommen. Wissen Sie über etwas über Air und Kandidaten, die hier in Freeside sind? Nur wenig. Eine Freundin von mir, Major Elizabeth Kieran, verteilt im Westen Vorräte an die Armen. Warum fragen Sie? Der King ist der Meinung, dass diese Soldaten einheimische angegriffen haben. Irgendwas scheint sie aufgebracht zu haben, aber ich war zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um dem wirklich nachzugehen. Wenn Sie der Sache nachgehen wollen, reden Sie mit Elizabeth. Sie leitet den Einsatz hier in Freeside. Sie wird aber anfangs eher verschlossen sein. Falls Elizabeth sie zu sehr zappeln lässt, dann sagen sie ihr, dass ich sie schicke. Sie sollte entgegenkommender werden, sobald mein Name fällt. Wollten Sie noch über etwas anderes sprechen? Hey! Ja, 3 Punkte hier. Klar.